In den letzten Monaten haben sich rund um die Welt verschiedene Kriegsschauplätze aufgetan. Triumphe und Niederlagen fanden auf beiden Seiten statt. In dieser Woche, mit dem Beginn des neuen Jahres, geschieht allerdings etwas völlig Neues: die Vernichtung einer ganzen Armee. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Letzte Woche kamen die Kämpfe im Westen an Weihnachten zum Teil zum Erliegen und es kam sogar zu spontanen Weihnachtsfeiern. Für den Rest der Woche kehrte jedoch wieder der Kriegsalltag ein und die neueste französische Offensive begann an einem breiten Frontabschnitt. An der Ostfront war es überwiegend ruhig, denn die deutschen, österreichischen und russischen Streitkräfte formierten sich neu und bereiteten Operationen im nächsten Jahr vor. Im Hochland der nordöstlichen Türkei und des Kaukasus marschierte die türkische Armee durch meterhohen Schnee, um sich der russischen Dampfwalze entgegenzustellen. Die neue Offensive der Franzosen in der Champagne war vor ungefähr einer Woche angelaufen. Sie sollte noch bis weit ins Frühjahr hinein andauern. Wie so vieles in diesem Krieg war auch diese Offensive ein Beispiel für Sinnlosigkeit. Die Alliierten griffen auf breiter Front strategisch wichtige Geländeabschnitte der Deutschen durch stark konzentrierte Kräfte an. Dadurch konnten sie zwar einige Gräben und Befestigungen der Deutschen einnehmen, diese eroberten sie aber durch kraftvolle und schnelle Gegenstöße oft binnen weniger Stunden wieder zurück. Dieses ewige Hin und Her, die ständigen erbitterten Kämpfe um einige wenige Meter kosteten auf beiden Seiten tausende junge Männer das Leben. Doch General Joseph Joffre hielt diese Angriffe für zwingend erforderlich, denn Deutschland hatte seit Beginn des Krieges ausgerechnet den Teil Frankreichs erobert, in dem sich der Großteil der französischen Schwerindustrie befand und stand rund 100 Kilometer vor Paris. Er konnte sein militärisches Handeln nicht nur auf Verteidigung begrenzen, sondern musste angreifen, um die Moral seiner Truppen und auch der Bevölkerung hochzuhalten, dachte er zumindest. Das Hin und Her ging weiter und rief nur neuen Frust unter den Soldaten beim Erkennen der Sinnlosigkeit ihres Unterfangens hervor. Das Jahr 1915 beginnt an der Westfront also mit dem, was die Soldaten schon aus dem Jahr 1914 gewohnt waren: Stellungskrieg und sinnlose Verschwendung menschlichen Lebens. Aber genug von Tod und Sterben für den Moment, denn es gab auch noch andere wichtige Bestandteile des Krieges, wie zum Beispiel die Wirtschaft. Großbritannien hatte das Kaiserreich durch seine Seeblockade nahezu vollständig vom weltweiten Handel abgeschnitten. Wenn die Engländer in früheren Zeiten, beispielsweise im Kampf gegen Napoleon, den Handel ihres Gegners mit ihrer die Weltmeere beherrschenden Marine blockiert hatten, musste dieser seinen Bedarf irgendwie mit Ersatzstoffen, die er selbst produzierte, decken. Andererseits konnten die eigenen Waren nicht mehr ausgeführt und somit kein Geld verdient werden. Gegen Frankreich hatte das wunderbar funktioniert, denn die Ersatzstoffe waren von schlechter Qualität und kosteten den Staat so viel Geld, dass es die französische Wirtschaft komplett ruinierte. Der britische Überseehandel florierte und warf Unmengen an Geld ab, mit dem die Briten Russland und Österreich im Kampf gegen Napoleon finanziell unterstützen konnten. Großbritannien war davon überzeugt, dass diese Maßnahme auch 1914 zum Erfolg führen würde und man Deutschland durch eine Blockade in die Knie zwingen könnte. Die englischen Strategen hätten kaum falscher liegen können. Es gab weder Aufstände in Hamburg noch einen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft. Ganz im Gegenteil, passte sich die starke deutsche Wirtschaft schnell den neuen Gegebenheiten an und produzierte sehr erfolgreich und ohne Qualitätsverlust, während die anderen kriegführenden Nationen schon ohne Blockade mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatten. Außerdem konnte die im Übrigen gegen das Völkerrecht verstoßene Blockade Großbritanniens wunderbar von der deutschen Propaganda ausgeschlachtet werden. Und so schob man nun jedwede Mängel im Lande auf die Briten, selbst wenn deren Ursache eine ganz andere war. Gänzlich von Importen abgeschnitten war Deutschland trotzdem nicht, denn neutrale Häfen, wie zum Beispiel die der Niederlande, waren nicht von der Sperre der Häfen betroffen. Dies waren jedoch nicht die einzigen Einschränkungen, denen die verschiedenen Nationen Europas ausgesetzt waren. Auf allen europäischen Meeren war die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt oder sogar gänzlich blockiert. Russland traf es ganz hart. Das Weiße Meer im Norden war zugefroren und das Schwarze Meer im Süden war vom Osmanischen Reich beherrscht
und der Weg durch den Bosporus ins Mittelmeer versperrt. In dieser Woche entluden sich schließlich die Spannungen, die sich zwischen Russen und Türken in den letzten Wochen aufgebaut hatten. In der Weihnachtswoche befand sich die fast 150.000 Mann starke, aber sehr schlecht ausgerüstete und durch Erschöpfung und Unterkühlung geschwächte osmanische Armee auf dem Marsch durch die hohen Gebirgspässe der Nordosttürkei Richtung Sarikamisch, um die Russen aus dem Kaukasus hinauszudrängen. Diese türkische Offensive war das geistige Produkt Enver Paschas, dem türkischen Kriegsminister, einem Modernisierer, der das Osmanische Reich im Alleingang in den Krieg gedrängt hatte und dessen Bestreben es war, eine neue Türkei mit einer neuen nationalen Identität aufzubauen. Pascha entschied sich aus verschiedenen Gründen zur Durchführung dieses Angriffs. Zum einen war da die Entfernung zur europäischen Ostfront. Die russische Armee am Kaukasus war stark ausgedünnt, weil viele Soldaten zur Verstärkung der Ostfront in Polen abgezogen worden waren. Jetzt wieder welche von dort in den Südosten des Landes zu schicken, würde die Russen viel Zeit kosten. Aber Pascha hatte noch einen weiteren Grund. Er war sich nämlich sicher, dass ein Sieg der Türken auch im Interesse anderer Ethnien sein könnte. Seit den 1770er Jahren hatte sich das russische Reich im Kaukasus ausgebreitet und viele der dortigen Völker teilweise brutal unterworfen. Pascha glaubte, dass seine Truppen große Unterstützung aus der einheimischen Bevölkerung unter russischer Herrschaft erhalten würden. Aber das Problem war, dass diese Volksgruppen zu dieser Zeit ihre eigenen nationalen Identitäten entwickelt hatten und nicht den einen Fremdherrscher gegen einen anderen austauschen wollten. In den letzten 40 Jahren waren sogar einige Nationen von der osmanischen Fremdherrschaft befreit worden, so zum Beispiel Serbien, Albanien und Rumänien. Die Araber und Kurden unter osmanischer Herrschaft nahmen sich daran ein Beispiel und planten ihre eigene Befreiung von den fremden Tyrannen und die Gründung eigener Staaten. Es gab sogar Kurden im osmanischen Heer, die desertierten und zu den Russen überliefen, weil sie in der Vergangenheit oft von ihren türkischen Herrschern grausam unterdrückt worden waren. Pascha lag mit seiner Einschätzung also grundfalsch. Die geografischen und meteorologischen Gegebenheiten zu dieser Jahreszeit waren ebenfalls nicht dazu geeignet, auf einen erfolgreichen Angriff hoffen zu können. Aber das interessierte Pascha nicht. Er griff in einer Zeit an, in der die Temperaturen selbst im Flachland auf weit unter minus 20 Grad Celsius fallen können. Es gab nur eine Eisenbahnlinie und die Straßen waren kniehoch mit Schnee bedeckt. Weil kaum Lastwagen vorhanden waren, konnte die Versorgung nur mit Hilfe von Pferdewagen, Mulis und menschlichen Trägern gestemmt werden. Das Chaos wurde noch größer, als die wenigen vorhandenen modernen Transportmittel aufgrund der Kälte und des Schnees ausfielen. Enver Pascha glaubte zudem, dass die Russen sich nach Kars zurückziehen würden, aber das taten sie nicht. Trotzdem hielten die tapferen Türken durch und konnten die Russen am 29. Dezember bei Sarikamisch zum Kampf zwingen. Zwei Armeekorps mit jeweils 10.000 Soldaten versuchten in die Stadt einzudringen, scheiterten aber kläglich und verloren die Hälfte ihrer Männer. In der folgenden Woche versuchten die Türken abermals und abermals erfolglos Sarikamisch einzunehmen, was sich letztlich als komplett unmöglich herausstellte. Den Russen gelang es, Verstärkung heranzubringen und zum Gegenschlag auszuholen. Die türkischen Einheiten schmolzen dahin, oft bevor sie die Schlacht erreichten, weil sie schutzlos dem Wetter ausgesetzt waren und erfroren. Aufgrund der chaotischen Zustände war es der Verstärkung nicht möglich, zu ihnen vorzudringen. Und einmal wurde berichtet, dass eine Division 40% ihrer Männer in einem Schneesturm verloren habe. Obwohl Pascha wusste, dass die Russen sich bereit machten, die Osmanen zu umzingeln, brach er den Angriff nicht ab. Am 2. Januar meldeten Paschas Feldkommandeure, dass sie nicht mehr in der Lage wären, anzugreifen. Pascha wollte davon nichts hören. Doch die Russen hatten sein Heer mittlerweile halbkreisförmig umfasst und begannen, den Kreis endgültig zu schließen. Ein ganzes türkisches Korps ergab sich schließlich am 4. Januar und die Reste der türkischen Armee begaben sich mit den Russen auf den Fersen auf den Rückzug nach Erzurum. Der türkische Rückzug und die Rückzugsgefechte mit den nachdrängenden Russen würden noch zwei weitere Wochen andauern. Aber wir wollen dem Ganzen ein wenig vorgreifen und schon einmal ein paar Zahlen einwerfen. Laut dem britischen Historiker John Keegan hatten Mitte Januar von den kämpfenden Teilen der türkischen Truppe, also rund 95.000 Soldaten, nur 18.000 die schweren und verlustreichen Kämpfe überlebt. Paschas überstürzte Winteroffensive war ein einziges Desaster und seine Armee war vollständig zerstört. Seine Fehler so offensichtlich. Zigtausende seiner Männer waren ja nicht mal dem Feind, sondern der unmenschlichen Kälte zum Opfer gefallen. Was für ein unglaublich sinnloses Sterben.
Zu Beginn des Jahres haben wir also nicht enden wollende Angriffe und Gegenangriffe an der Westfront, während sich die Russen an der Ostfront bereit machen, über die Pässe der Karpaten hinweg das ungarische Kernland anzugreifen. Im Kaukasus hingegen war eine ganze türkische Armee zerschlagen worden, weil sie mangelhaft versorgt und in Gewaltmärschen bei klirrender Kälte an den Rand der Erschöpfung gebracht worden war, um letztendlich weit weg von zu Hause im eisigen Schnee zu erfrieren. Pascha führte nach Sarikamisch nie wieder eine Armee in die Schlacht, aber er behielt seine Position. Wir haben Enver Pascha und seinen Traum einer modernen Türkei schon vorher kennengelernt, aber noch nie war das erschütternde Ausmaß seiner Inkompetenz oder seine Bereitschaft, Tausende seiner eigenen Landsleute für seine vagen Ziele zu opfern, so zutage getreten wie in dieser Woche. Die Doppelzüngigkeit, mit der er die Türkei vor ein paar Wochen in den Krieg getrieben hatte, hätte allen eine Warnung sein müssen, dass dieser Mann zu allem bereit war. Doch man beließ ihn weiterhin in seiner Position. Das Ergebnis seiner Träume war schließlich der Verlust eines Viertels der gesamten türkischen Bevölkerung während des Ersten Weltkriegs. Wenn ihr mehr über Enver Pascha erfahren wollt und wie er das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg führte, dann klickt hier für unsere Episode über die Woche vom 6. November 1914. Folgt uns auch auf Facebook für mehr Hintergründe zum Thema Erster Weltkrieg und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.